Dies ist einer der Tests, den die Forscher der Universität Granada anwenden, um die Aufmerksamkeitsgrade von Neugeborenen zu untersuchen. Es handelt sich um ein Gerät zur visuellen Blickerfassung. Ziel ist die frühe Kontrolle der Aufmerksamkeitsentwicklung, da dieser Aspekt später Einfluss auf ein bestimmtes Verhalten hat. ¿Qué factores afectan ese desarrollo del control atencional? Y cómo se relaciona también con otro aspecto muy importante del desarrollo que es la regulación emocional. La capacidad de controlar la atención es realmente un predictor muy importante del desempeño escolar, profesional e incluso de la salud. Im Forschungszentrum für Gehirn- und Verhaltensforschung werden das Repertoire der Hirnaktivität oder interaktive Spiele genutzt, um den Aufmerksamkeitsgrad zu überwachen. So können sie die Entwicklung zukünftiger Krankheiten wie Hyperaktivität oder Autismus erkennen. Alteraciones como autismo, que se pueden diagnosticar alrededor de los 2 años, pues sería muy importante poder tener medidas de control atencional antes de eso, ¿no? Im nächsten Schritt sollen Möglichkeiten zur Aufmerksamkeitsverbesserung entwickelt werden. ¿Cómo podemos intervenir en ello a través del entrenamiento, diseñar determinados ejercicios? Tareas que permitan intervenir para mejorar la capacidad atencional de los niños desde lo más pronto posible. Die Forscher arbeiten mit mehr als 100 Säuglingen, die zwischen 9 Monaten und 3 Jahren alt sind.